Kapitel 13 Rückkehr ins Schloss. Cerys eilte durch die Gänge der Schule. Er hoffte inständig, dass ihm Quirrell nicht über den Weg lief, denn er hätte wahrscheinlich nicht an sich halten können und dem Mann einen Fluch auf den Hals gehetzt. Allerdings begegneten ihm nur wenige Schüler, als er kurz darauf vor Minerva McGonagalls Büro stand und klopfte. Die Hauslehrerin der Gryffindor öffnete ihm und sah ihn überrascht an. »Severus, ich hätte Sie nicht so früh zurückerwartet. Wie geht es Harry?« »Nicht besonders, aber den Umständen entsprechend«, sagte Severus knapp. »Wo ist er?« »In meinen Räumen. Würden Sie mich bitte zum Direktor begleiten?« fragte der Tränkemeister ohne Umschweife. »Sicher«, sagte Minerva leicht irritiert und schloss ihre Tür hinter sich. »Nun, gibt es neue Erkenntnisse?« wollte sie wissen. »Ja, allerdings«, sagte Severus, umfasste die Fiole in seiner Umhangtasche fester und sah sturgerade aus. Minerva McGonagall hatte den Mann noch nie so erlebt. Was immer er herausgefunden hatte, es schien schlimm zu sein. Wenige Minuten später standen sie vor den steinernen Wasserspeiern. »Toffee«, sagte Severus und ging voran. Albus Dumbledore saß in seinem Stuhl hinter dem ausladenden Schreibtisch und erhob sich, als die Besucher eintraten. »Severus, ich hoffe, du hattest angenehme Ferien«, sagte er lächelnd und wies auf die beiden Stühle. Während Minerva Platz nahm, zog es der Tränkemeister vor, zu stehen. »Für Nettigkeiten ist keine Zeit. Ist Quirrell bereits im Haus?« wollte er knapp wissen. Albus sah kurz irritiert zu McGonagall und schüttelte dann den Kopf. »Er kommt erst spät am Abend.« »Gut, ich habe nun Beweise für das, was Harry angetan wurde«, sagte Severus und zog die Fiole aus seiner Tasche. »Was ist das?« wollte Minerva wissen. »Meine Erinnerung. Der Junge war nicht in der Lage, über das zu sprechen, was ihm angetan wurde. Kurzzeitig verstummte er vollständig. Mit Hilfe von Legilimentik war es mir möglich, ihm zu helfen, allerdings war das, was ich sehen musste, noch schlimmer als gedacht.« Cerys schauderte noch immer, wenn er daran dachte. Er hatte sich die Erinnerung selber angesehen, denn wenn Dumbledore fragte, musste er wissen, wovon dieser sprach. Es war kaum zu ertragen gewesen und bis jetzt verfolgten ihn die Bilder des gequälten Kindes. Dumbledore ging auf Cerys zu und nahm ihm das Fläschchen ab. Er öffnete einen mit Schnitzereien verzierten Schrank. Dahinter befand sich eine auf einem steinernen Sockel ruhende Schale, in dessen Inneren eine silberne Flüssigkeit waberte. »Minerva?« fragte er, und die Lehrerin trat zögernd näher. Der Direktor gab den Inhalt der Fiole in sein Denkarium, und er und McGonagall tauchten hinein. Snape wusste nicht genau, wie viel Zeit vergangen war. Als er in den Erinnerungen war, kam es ihm wie Stunden vor. Als Dumbledore und McGonagall wieder die Köpfe hoben, sah Cerys sofort, dass es der Lehrerin nicht gut ging. Tränen rannen über ihr Gesicht, und der Tränkemeister stützte sie und ließ ein Glas Wasser erscheinen. Auch Dumbledore wirkte sichtlich angeschlagen, als er sich in seinen Stuhl sinken ließ. »Wie kann man einem Kind nur so etwas antun?« stotterte Minerva und stellte mit zitternden Fingern das Glas ab. Dumbledore schrieb eine Notiz auf einen Zettel und gab diese an Fawkes, seinen Phönix. Das Tier verschwand sogleich in einer Rauchwolke. »Was war das?« wollte Severus wissen. »Ich habe Quirinius mitgeteilt, dass er nicht nach Hogwarts zurückkehren braucht.« »Ist das alles? Er hätte den Jungen um einer umgebracht. Sie haben es gesehen!« Severus sprang auf. »Ruhig, Severus. Ich habe es gesehen und es ist nicht zu entschuldigen. Aber denke bitte auch an Harry. Sollten wir die Sache dem Ministerium melden, so müsste der Junge seine Aussage machen. Und du weißt selber, dass Erinnerungen nur selten akzeptiert werden, dass sie manipuliert werden können.« »Sie wollen ihn ohne Strafe davonkommen lassen?« wollte Minerva sichtlich geschockt wissen. »Fürs erste Jahr. Wenn Harry stabiler ist, dann können wir darüber nachdenken, es zu melden.« Fassungslos schüttelte Severus den Kopf, wusste aber, dass er erstmal nicht weiterkam, was Quirrell anbelangte. »Ich werde mich um einen neuen Lehrer bemühen und so lange Verteidigung unterrichten.
Den Schülern werden wir mitteilen, dass Professor Krill aus persönlichen Gründen die Schule verlassen hat, sagte Albus, und Severus blieb stumm. Der Direktor schien vor allem Schaden von der Schule fernhalten zu wollen, statt Harry zu helfen und dessen Peiniger nach Azkaban zu bringen. Wie soll es mit Harry weitergehen?« wollte McGonagall zögernd wissen. »Ich werde mich noch mit Poppy abstimmen, aber im Moment halte ich es nicht für sinnvoll, ihn wieder am Unterricht teilnehmen zu lassen. Er hat große Angst und ich will nicht alle Fortschritte wieder zunichte machen,« sagte Severus ernst. »Wie stellst du dir das vor?« wollte Dumbledore sichtlich verwirrt wissen. »Nun, er bleibt in meinen Räumen. Er wäre nicht das erste Kind, welches ich eine Zeit lang aufnehme. Am Tag kann er dort Aufgaben für sich allein erledigen, die ich abends kontrolliere. Taran wird ihn mit allem versorgen, was er braucht. Außerdem will er nach Slytherin wechseln.« Schloss Severus, und Dumbledore betrachtete ihn mit einem nicht zu deutenden Blick. »Warum sollte er wechseln?« fragte er. »Meinen Sie das ernst? Sie haben gesehen, was seine Hauskameraden ihm angetan haben, und Sie wollen ihn dorthin zurückschicken?« »Moment, mein lieber Severus. Ja, was diese Jungen getan haben, war schrecklich. Aber sie repräsentieren sicher nicht das gesamte Haus der Gryffindor. Minerva wird sich um eine Bestrafung der Schuldigen kümmern und auch die Eltern informieren. Aber einen Hauswechsel halte ich für übertrieben. Zumal, warum ausgerechnet zu den Slytherins? Du kennst Harrys Vorgeschichte, es wäre sicher nicht die beste Wahl.« »Und der Hut entscheidet?« »Es gab immer wieder Hauswechsel,« warf Severus wütend ein. »Sicher, aber nur selten und aus anderen Gründen. Ich stimme zu, dass der Junge noch eine Zeit bei dir bleibt. Aber den Wunsch nach dem Wechsel des Hauses muss er mir selber vorbringen. Und dann wird er den Hut noch einmal aufsetzen. Darüber diskutiere ich nicht,« sagte Dumbledore ungewohnt streng. Severus kochte vor Wut, aber Minerva legte ihm eine Hand auf den Unterarm. »Albus, wir müssen zum Wohle des Jungen handeln. Er fühlt sich in Gryffindor nicht mehr wohl und sicher. Und ich kann es verstehen. Ich werfe mir vor, dass ich es nicht gesehen habe und besser gesagt es nicht hinterfragt habe,« sagte sie ruhig. »Bei allem Respekt, Minerva, aber wir sollten Harry sich sammeln lassen. Wenn er sich erholt hat, sieht er die Dinge vielleicht ganz anders. Ich möchte nichts überstürzen.« »Ich nehme an, Sie werden auch nichts gegen diese Muckel unternehmen?« presste Severus hervor. Albus stand auf und ging einige Male auf und ab. »Nun, es ist ähnlich wie bei Quirrell. Sollten wir sie melden, dann müsste Harry aussagen. Und wo sollte er hin? In ein Heim? Nein, das wäre keine gute Idee. Ich werde persönlich mit Petunia und ihrem Mann reden. Wenn es sein muss, auch drohen. Sie werden den Jungen nicht mehr anfassen.« Nun sprang Severus auf. »Sie wollen ihn dorthin zurückschicken? Sie haben ihn missbraucht und geschlagen!« schrie er, und auch McGonagall war aufgesprungen. »Nein, Albus, das kannst du nicht tun!« sagte sie. »Ich sehe keine andere Möglichkeit. Harry wird im Haus seiner Tante vor den Todessern und Voldemort geschützt,« sagte der Direktor ruhig. »Blödsinn! Er muss wohl eher vor seinen Verwandten beschützt werden. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass der Lord noch lebt oder dass die Todesser es auf den Jungen abgesehen haben. Sie wissen genau, dass Lily und James sterben mussten, weil sie im Widerstand waren und...« »Stopp, Severus. Das wissen wir nicht. Es geht nur um die Sommerferien, denn darüber hinaus ist er hier geschützt.« »Nein, das können Sie nicht machen. Das macht ihn kaputt. Er hat ohnehin bereits Selbstmordgedanken und Sie wollen ihn diesen Muggeln ausliefern,« sagte Severus, nicht wissend, wohin mit all seiner Wut. »Albus«, flehte Minerva. »Es sind bis dahin noch 6 Monate. Er wird sich erholen und dann sehen wir weiter,« sagte Dumbledore, und ein Widerspruch schien zwecklos. Severus funkelte ihn wütend an, dann drehte er sich um und stürmte wortlos aus dem Büro. McGonagall sah kopfschüttelnd noch einmal zu Albus, ehe sie dem Tränkemeister folgte. »Severus«, rief sie, und der Mann drehte sich um. »Ich unterstütze den Hauswechsel weiterhin, und ich werde alles tun, damit der Junge nicht mehr zu seinen Verwandten muss. Ich respektiere Albus, aber was Harry angeht, scheint er nicht objektiv zu sein.« Severus nickte. »Ja, offenbar. Ich gehe schnell zu Poppy und besorge die Unterrichtsbefreiung,« sagte er matt und ließ die Lehrerin allein im Gang zurück. Im Krankenflügel musste er Madame Pomfrey nicht lange suchen. Sie sortierte gerade einige Tränke ein und fuhr erschrocken herum, als Severus sich räusperte.
Oh, Professor Snape, wie kann ich Ihnen helfen? Es geht um Harry Potter. Ich benötige eine Unterrichtsbefreiung. Was fehlt ihm denn? Fragte die Medi-Hexe und sah sich suchend um, als suche sie den Jungen. Er wurde schwer misshandelt und missbraucht. Ich habe ihn vor den Ferien behandelt und in den Ferien versucht aufzupäppeln, aber es braucht Zeit, erklärte Severus und drückte der fassungslosen Madame Pomfrey eine Akte in die Hand. Es waren alle Aufzeichnungen, die er gemacht hatte und die den Gesundheitszustand von Harry betrafen. Die Frau überflog das Geschriebene und wurde blass. Mit zitternden Fingern legte sie die Akte beiseite, hob den Zauberstab und ließ ein Pergament erscheinen, welches sie Severus reichte. »Ich habe ihn für die nächsten 2 Wochen befreit. Ich hoffe, das reicht«, sagte sie sichtlich geschockt. Der Tränkemeister nickte. »Ich danke Ihnen«, sagte er. »Wenn etwas braucht, dann...« »Ja, dann komme ich mit ihm her. Danke.« Severus nickte der Frau zu, drehte sich um und machte sich auf den Rückweg zu seiner Wohnung. Wie sollte er Harry und auch Tom erklären, dass der Junge erstmal nicht nach Slytherin wechseln konnte und Albus es von ihm persönlich hören wollte? Es würde Harry wieder zurückwerfen. Immerhin schien Albus zu akzeptieren, dass Harry erst einmal nicht am Unterricht teilnahm und bei ihm wohnte. Vorerst. Dass der Direktor den Jungen aber zurück zu dessen Verwandten schicken wollte, würde er Harry auf keinen Fall sagen. Tom musste es wissen, denn es hieß, dass die Blutadoption nun nicht mehr nur der letzte Ausweg war, sondern die einzige Option, um Harry vor den Muggeln zu retten. Natürlich könnte Severus selber das Ministerium informieren. Es würde sicher auch Albus Ruf schaden, aber dieser hatte recht. Harry müsste aussagen, und das war im Moment schier unmöglich. So in Gedanken stand er bald wieder vor seiner Tür, atmete tief durch und trat ein. »Ich bin es«, rief er. Tom kam um die Ecke und legte einen Finger auf die Lippen. »Was ist?«, wollte Severus wissen. »Er schläft«, sagte Tom besorgt. »Mach dir keine Sorgen. Kinder wie Harry haben ein sehr hohes Schlafbedürfnis. Es ist eine Art Flucht. Das wird sich mit der Zeit legen. Aber es trifft sich gut. Ich muss mit dir reden«, sagte Severus ernst. Toms Augen leuchteten noch immer rot. Severus hatte seine Erzählung beendet und der Riddle lief unruhig auf und ab. »Dieser, was soll das? Warum kann er über das Leben von Harry bestimmen?«, presste er wütend hervor. »Fudge hält große Stücke auf ihn. Indirekt hat das Ministerium Albus die Befugnis gegeben, alles, was mit Harry zu tun hat, zu bestimmen. Alles außerhalb der Welt der Muggel«, sagte Severus resigniert. »Das heißt, wenn wir verhindern wollen, dass er zurück muss, dann bleibt...« »Ja, dann bleibt nur die Blutadoption. Aber wir sollten nichts überstürzen. Noch kann Harry hier bleiben und ich werde alles dafür tun, dass das noch eine Weile so bleibt. Wir müssen also vor Beginn des Sommers nicht aktiv werden.« »Was ist mit seinem Hauswechsel?«, wollte Tom wissen. Severus zuckte hilflos mit den Schultern. »Mir war bereits klar, dass Albus das nicht so einfach hinnimmt. Aber Minerva ist auf unserer Seite. Das könnte helfen. Aber ich fürchte, dass Harry nicht drum herum kommt, mit dem Direktor persönlich darüber zu reden.« »Nein!« Die Männer fuhren herum. Harry stand mit zitternden Händen in der Tür. Tom rannte zu ihm. »Harry, ganz ruhig, komm«, sagte er und führte den Jungen zurück in das Schlafzimmer. Bebend und in Tränen aufgelöst saß Harry auf dem Bett. Tom zog ihn sich auf den Schoß und hoffte inständig, dass dieser nicht alles gehört hatte. »Was hast du gehört?« »Ich wollte nicht lauschen. Ich bin wach geworden und du warst weg und da...« schluchzte er. Schon okay. Also was hast du gehört?« fragte Tom ein weiteres Mal und strich dem Kind über den Rücken. »Nur, dass ich nicht nach Slytherin darf.« »Das stimmt so nicht. Du darfst schon, aber du musst Dumbledore erzählen, warum du das willst. Und du müsstest den sprechenden Hut noch einmal aufsetzen.« »Aber ich will nicht mit ihm reden. Ich kann nicht.« »Doch, du kannst. Wir kriegen das zusammen hin. Noch ist das gar nicht wichtig. Du darfst hier bei Severus bleiben. Und er hat dich auch 2 Wochen vom Unterricht befreit. Erst danach beschäftigen wir uns damit. In Ordnung?« »Was, wenn der Hut mich woanders hinschickt?«
Ravenclaw und Hufflepuff sind ebenfalls gute Häuser. Und ich sag dir was. Der Hut hört auch auf Wünsche, sagte Tom augenzwinkernd und Harry starrte ihn überrascht an. Wirklich? Wirklich. Er hat es bei Ian getan. Weißt du, Ian und ich lernten uns im Zug kennen und wir... Naja, heute würde man wohl sagen, es war Liebe auf den ersten Blick. Natürlich waren wir beide damals noch zu jung, um das zu verstehen. Aber wir mochten uns von Beginn an. Ich wurde damals zuerst zugeteilt, nach Slytherin, wie du weißt. Als Ian an der Reihe war, wollte der Hut ihn nach Ravenclaw schicken. Aber in seinen Gedanken flehte er, dass er nach Slytherin gehen durfte. Und der Hut erhörte ihn, sagte Tom traurig lächelnd. Tom? Ja, Harry? Erzählst du mir irgendwann mehr über Ian? Tom lächelte und küsste Harry auf die dunklen Haare. Ja, irgendwann. Echt krass das alles, sagte Blaze, als er am Abend mit Draco in ihrem Zimmer saß. Mit Harrys und der Erlaubnis der Erwachsenen hatte dieser seinen besten Freund eingeweiht. Jetzt wissen wir auch, was diese privaten Gründe sind, die Quirrell nicht zurückkehren lassen, sagte Blaze und schüttelte den Kopf. Ich hoffe, er wird bestraft, sagte Draco wütend. Ja, ich hoffe es auch. Was wird nun aus Harry? Fragte Blaze, aber Draco zuckte mit den Schultern. Er soll zu uns wechseln, aber scheint nicht so einfach zu sein. Im Moment wird er bei meinem Onkel wohnen. Aber kein Schimmer, wie lange. Ich hoffe, er muss nicht mehr nach Gryffindor. Und im Sommer? Hat er noch andere Verwandte? Ich glaube nicht. Ich hoffe, er kann bei... Also er kann vielleicht bei meinem Onkel und seinem Partner wohnen. Snape als Vater für Harry? Hört sich seltsam an, wenn du mich fragst. Ich dachte, der hasst ihn. Er hat sich geändert, also total, was Harry angeht. Könnt er nicht zu euch ziehen? Wollte Blaze wissen. Ja, das wollte ich auch, aber Mom und Dad sagen, das ginge nicht, wegen des Ministeriums und so. Weil dein Vater ein Todesser war? Nein, so ist das nicht. Ach, was weiß ich, sagte Draco und warf sich auf das Bett. Du magst ihn ziemlich, oder? Fragend blickte Blaze zu seinem besten Freund. Dieser richtete sich auf. Ja, ich will ihm halt helfen. Schon klar, wir kriegen das schon hin. Und nun, gib mir deine Hausaufgaben. Ha, warum sollte ich? Sagte Draco und im nächsten Moment hatte er ein Kissen im Gesicht. Deswegen, höhnte Blaze und sogleich war eine Kissenschlacht im Gange, an dessen Ende Blaze die Hausaufgaben abschrieb, als bereits der Mond hoch am Himmel stand.